Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und heute zeige ich euch, wie ich meine beiden Halter hier an der French Cleatwand gebaut habe. Viel Spaß dabei! Ja, und ich will nicht viel drum herum reden. Ich habe ja neulich schon mal gesagt, als ich die French Cleatwand hier gebaut habe. Das verlinke ich gerade hier oben auch nochmal. Eigentlich möchte ich gar nicht so viel Zeit investieren in so viele aufwendige French Cleat Halter. Jetzt habe ich es doch getan. Einfach nur, weil es Spaß macht. Es macht einfach Spaß. Ich habe es einfach genossen, was Schönes zu bauen. Gerade hier der Hammerhalter, finde ich, ist recht hübsch. Der hier ist wirklich ganz, ganz einfach gehalten. Da habe ich nur die Original-Werkzeughalterung durchgebaut. Hinten den French-Cleat-Halter dran. Fertig. Und funktioniert. Also, los geht's. Ich zeige euch, wie ich es gemacht habe.
Ja, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, die beiden kleinen Halter hier zu sehen, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, über ein Abo und natürlich über die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, sagt Bescheid. Zwischendurch wird es sowieso kommen. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kritik einfach unten in die Kommentare schreiben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.